Anträge zu beraten ist eine der wichtigsten Aufgaben der Delegierten des 6. ordentlichen Gewerkschaftskongresses der IGBCE. Unterbrochen wurden die Beratungen für den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Michael Vassiliadis formulierte die Ziele, die die IGBCE von der zukünftigen Bundesregierung erwartet. Aus unserer Sicht sollte es das vorrangige Ziel einer neuen Bundesregierung sein, das Vertrauen in unsere Demokratie zu festigen. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingen wird, die richtigen Themen dafür zu finden und zum Mittelpunkt des Regierungshandelns zu machen. Eine Politik, die auf Zusammenhalt und sozialen Ausgleich abzieht, wird die IGBCE immer unterstützen und wir werden ein verlässlicher Partner sein. Energie, Digitalisierung, Europa. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte auf, vor welchen Herausforderungen Deutschland in Zukunft stehen wird. In ihrer Rede bekannte sie sich außerdem klar zur Sozialpartnerschaft in Deutschland. Ich halte die Sozialpartnerschaft in dieser Zeit im 21. Jahrhundert für mindestens so wichtig in den jetzigen industriellen Umbrüchen, wie sie das in der Vergangenheit war. Und deshalb werde ich alles dazu tun, die Tarifbindung in Deutschland wieder zu steigern und nicht noch weiter einzuschränken. Die Delegierten hatten sich jedoch deutlichere Worte von der Bundeskanzlerin erhofft. War genauso wie erwartet, sie sagt nichts. Also wird ja nicht konkret in vielen Dingen. Insofern hat sie meine Erwartungen voll erfüllt. Für mich ist immer noch nicht beantwortet, wie die Energiewende nur wirklich stattfinden soll. Und mich stört ein bisschen, dass immer die Rede von Strukturwandel ist. Ein Strukturwandel brauche ich denn, wenn ich ein Konzept habe. Und genau das Konzept fehlt nach wie vor. Und darauf gab es auch heute keine Antwort. Mir kam das eigentlich ein bisschen wie leere Versprechungen vor. Und am liebsten wäre ich vorgegangen, jetzt ich nehme sie beim Wort und ich komme in 4 Jahren wieder und dann haue ich sie ab, ob es auch stimmt. Sie hat alles nur so ein bisschen angesprochen, so leicht behandelt, aber sie hat eigentlich nichts gesagt. Im anschließenden Politik-Talk diskutierten unter anderem die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundestagsabgeordneter Jürgen Trittin zu aktuellen Themen wie dem Braunkohleausstieg. Was ist eigentlich neu an der FDP? Das besprach Michael Vassiliadis dann mit dem Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Neben Energie- und Industriepolitik stand dabei auch die Zukunft der Arbeitswelt zur Debatte. Wir wollen die Digitalisierung gestalten, wir wollen eigentlich unsere Verantwortung für Strukturwandel wahrnehmen, müssen das aber mit den Gesetzen machen, die Ihre Altvorderen Mitte der 70er gemacht haben. Können wir auf Sie zählen, das zu modernisieren? Ja, da können Sie, die Frage ist ja immer, in welche Richtung? Also, was versteht man unter Modernisierung genau? Aber wir kennen uns so gut, Sie wissen, wir sind da nicht orthodox, sondern wir wollen Gutes bewirken und wollen vor allen Dingen das, was unseren Standort ausmacht, ja bewahren. Anschließend wurde die Antragsberatung fortgesetzt. Die Delegierten debattierten bis spät in den Abend.